Ja, und hier sind sie wieder, die hässlichen Spuren der sowjetischen Vergangenheit in diesem grausigen architektonischen Zuckerbäckerstil. Hat sich Stalin verewigt. Eines dieser Geschenke, die man nicht abschlagen durfte. Eines dieser Geschenke, die ja nicht wirklich was hinterlassen. Also anscheinend ist er tatsächlich sehr unbeliebt bei den Polen. Erinnert sie es dann doch an die schlimme Herrschaft der Russen hier. Ja, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte Europas. Was die Russen hinterlassen haben, ist nicht von bleibendem positiven Wert. Das nenne ich mal ein IKEA-Kaufhaus hier. Dann suchen wir mal den Eingang. Ist gar nicht so leicht, den Eingang hier zu finden. Dieses Gebäude ist ein Monstrum aus Allmachtsfantasie, Größenwahn und Anmaßung an ein anderes Volk, was sie zu mögen haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich extrem beeindruckend und auch nicht mehr wegzudenken, weil er einfach so viel Raum einnimmt und so viel Platz und Geschichte eben auch darstellt. Man macht halt das Beste draus und man sieht es an diesem Kinderpark. Hab mich verlaufen, das ist nicht der Eingang. Wer hätte es gedacht? Ein Schwimmbad. Also die haben hier sogar ein Schwimmbad. Okay, jetzt geht's in den Aufzug. Wir schauen mal kurz die Richtung von dem Kraftwerk da hinten und schauen auf das Stadion und auch die Brücke. Das ist die Richtung, wo wir wohnen im Motel One. Und das große weiße Hochhaus, das versteckt unser Motel One. Rechts daneben kann man so die kleinere Front vom Motel One erkennen. Und hier links drüben, da ist dann die Altstadt, wo wir schon sehr viel Zeit verbracht haben. Ist hier zwar auf der Turmspitze, aber wie ihr hier seht, hat man nicht das Gefühl, dass man auf der Turmspitze ist, weil über uns hat es nochmal, ich glaube, 3 Stockwerke. Und was ein Stockwerk hier bedeutet, seht ihr auch in dieser Halle. Das heißt, ein Stockwerk von über 10 Meter Höhe ist natürlich dementsprechend auch nochmal ein zusätzlicher Anstieg hier. Sehr beliebtes Fotomotiv. Hier der Blick in die Tiefe, und wenn ich das hier so sehe, dann weiß man, warum die hier alles vergittert haben. Und dann tut sich diese Skyline auf und da fühlt man sich dann eigentlich eher in London als in Warschau. Das Wetter scheint gut zu werden für einen schönen Sonnenuntergang. Schauen wir mal, was es wird. Skyline und den Blick von dem Turm noch erhaschen, hier hochschauen und nach unten zum Eingang.
Warum muss ich immer abends auf den Turm? Ganz einfach, weil hier der Tag ein klein bisschen länger geht als unten, weil wir haben jetzt eben die längere Sonne hier oben und der Tag dauert dann somit auch ein bisschen länger hier oben. Also diese 200 Meter, ich denke, die sollte man sich holen und das kann man hier natürlich besonders gut. Jetzt wartet noch ein herrlicher Sonnenuntergang auf uns und wir haben somit den längeren Tag in Warschau hier, den längeren Urlaubstag. Das war jetzt mein Sonnenuntergang hier von dieser Stalin-Rakete aus. Die Stockwerke. Die Stilelemente mit diesen sinnlosen Verzierungen, die sind natürlich nicht mein Ding. Aber rein das Raumgefühl, das mag ich natürlich. Große Räume, viel Platz, Hallen, in denen mein eigenes Haus Platz hätte, haben natürlich für mich eine riesen Faszination. Und was hier dann rauskommt, ist Hallen, in denen man Fußball spielen könnte. Hallen, die Fenster haben so groß wie Garagentore. Und Lampen, das sind. Der Aussichtspunkt, den wir abgefilmt haben, das war das hier. Man kann hier ringsherum laufen, wo man nicht hin kann, ist da oben, da wird es wahrscheinlich dann noch mal schöner. Meine Angst war natürlich immer, dass mir das Handy hier runterfällt. Reingegangen sind wir hier und wir stehen jetzt hier in dieser Halle hier. Angefangen haben wir da hinten und sind ums ganze Gebäude drum herum gelaufen, bis wir schließlich dann diesen Eingang hier gefunden haben. Ja, und das sind so diese 30 Stockwerke. 10, 20, 30, also passt in etwa. Aber natürlich, man bedenke, es sind sehr, sehr hohe Stockwerke, weil in der Monumentalarchitektur kennt man keine Stockwerke unter 10 oder 5 Metern. Jo, also dann trinken wir hier noch einen Absacker zum Schluss und lassen den Tag ausklingen nach dieser tollen Aussicht. Stalin-Bar hier. Schauen, ob es da was zu trinken gibt. Oh. Das ist gar keine Bar, sondern das ist eine Dichterlesung hier. Da habe ich mich allerdings jetzt verlaufen. Die Getränke gibt es nur hier draußen. Eigentlich habe ich schon Schluss gemacht mit dem Film, aber schaut euch das noch an hier. Hier entsteht ein neues Museum in einem sehr, sehr modernen, schlichten, architektonisch wunderschönen Stil. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass neben dem russischen Kitsch dann eben dieser Kontrast oder dieser harte Vergleich mit diesem ästhetischen Bauwerk, eben mit diesem Zuckerbäckerstil, das sieht aus wie so eine Cremetorte. Ja, zum Essen schön, aber als architektonisches Objekt natürlich absolut schlecht.